Moin, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen mit Toxic Type on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. Sind wir wieder. Ja, ihr könnt sehen, beste Preise, bestes Wetter. Oh, die Benzinpreise sind momentan echt sowas von unverschämt hoch. Da tut das hier gleich im Portemonnaie weh. egal, man lebt nur einmal. Ne? So, das gelbe Teil hier, das macht immer noch tierisch Bock und möchte unbedingt raus. Hat die Sonne gesehen und dachte, wir wollen spielen. Also kurzerhand Helm auf, Jacke an und los geht's. Na gut, bevor es losgeht, halten wir vielleicht erstmal diese roten Ampel an. Dum dum. So, Leerlauf ist drinne und oh, die Ampel wird wieder grün. Leerlauf wieder rein, Blinker setzen. Eieieiei. Wir haben gar kein richtiges Thema für heute, oder ich habe beziehungsweise keins vorbereitet. Ich bin einfach losgefahren, Motor ist jetzt warm, aber ich dachte, weißt was, machen wir mal Kamera kurz an und nehme ich mal ein kleines Stückchen mit, damit wir ein bisschen was von der kleinen Gelbe und von diesem tollen Wetter habt. Es soll ja in nächster Zeit länger so bleiben. Also habe ich mir ganz fest vorgenommen, alle Maschinen, die gerade zu Hause bei mir so rumstehen, alle mal ein bisschen durchzufahren. Und ich dachte, ich fange heute mit der Gelben an, mache ein paar Aufnahmen und probiere nochmal aus, wie die Kleine so fährt. Ja, ich habe ja nach dem Winterumbau ja quasi noch nicht so viel damit fahren können. Und ich hatte ich erzählt, hatte ich noch gar nicht. Ich hatte ja zwischendurch im Winter quasi in meiner Pause so ein bisschen ja hier dran rumgeschraubt. Ne? Ich hatte mir so alte Fotos angeguckt, wo ich mit der Gelbe nochmal hier in Peckwitz damals gewesen bin und alles. Und dachte, naja, sah schon giftig und gierig aus. Ne? So mit Stolle ein bisschen höher und alles. Und dachte, naja, hast ja alles hier, ne? Kurzerhand, die Übersetzung geändert, das Fahrwerk wieder ausgetauscht, andere Reifen drauf. Und im Endeffekt war die Kleine dann auch schon wieder ein bisschen höher gelegt. War aber sehr, sehr anspruchsvoll zu fahren. Wie gesagt, ich habe die Übersetzung dann aufgrund der Reifengröße halt auch nochmal ein bisschen angepasst gehabt. Und die zog schon ordentlich durch. Hat zwar richtig Bock gemacht, aber es war echt anstrengend zu fahren. Wie gesagt, dadurch, dass sie halt dann so hoch ist und bei etwas dolleren Gasstößen nicht so nach vorne schießt wie jetzt, sondern auch gleichzeitig Männchen gemacht hat, musste man echt immer aufpassen, wenn du in die Kurven so reingeballert bist und wolltest so rausbeschleunigen. Gerade so, weiß ich nicht, wenn du so mit 50 oder 60 in der Kurve drin bist, willst du rausbeschleunigen und das deine Ding macht nochmal ein Männchen. Da musste man sich ja wieder ein bisschen umgewöhnen. Musste man sehr vorsichtig mit dem Gashahn sein. Aber ich habe es überlebt. Ja. Habe mich dann auch schnell dran angepasst an die Geschwindigkeiten. Was ungewohnt war für mich echt die größte Umstellung war, man hat irgendwie so im Auge, ne, das kleine, gelbe, schnittige Ding. Und ja, man muss in den Kurven dann doch, wenn sie höher ist, ist natürlich dann die Kippgefahr doch wieder höher. So liegt das Ding wie auf Schienen. Also ich glaube, kippen ist so gut wie unmöglich. Das Einzige, was passiert ist, dass er irgendwann mal quer gehen kann. Das ist natürlich mit den Stollen ein bisschen anders. Vor allem, die waren super griffig, die Reifen, die ich drauf hatte. Vorsicht, Feuer. Ach, das kribbelt in meinem Bäuchlein. Sehr schön. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ich musste mich sowas von in den Kurven zusammenreißen. Wie gesagt, das Auge hat scheinbar nur diese Silhouette, gelbe Biest sehen und der Kopf hat quasi gesagt, ne, in die Kurve hauen und Vollgas. Aber das ist natürlich mit so einer Stolle dann suboptimal. Ja, aber es hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, ich wollte mal wissen, wie das so ist. So ein bisschen mehr auf Grandpa-Komfort, also mehr weich, Federung und so richtig schön. Nicht, wenn so Schlaglöcher kommen, so gefühlt 2 Meter in die Tiefe fallen und hart aufprallen, sondern wirklich so oink, oink. Ja, aber ehrlich gesagt, mit dem Motor macht die in der Konstellation einfach mehr Spaß. Also, kleine gelbe Rakete sollte auf dem Boden kleben und nicht, dass man in die Kurve einfach sich reinhauen kann und nicht irgendwelche akrobatischen Geschichten da aufführen muss oder nachher noch umkippt. Ja. So, fahr hier nochmal rein. Oh, wie sieht auch. Das, wie lange ist das hier? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht, aber da ist er. Tunnel! Wow! Puh.
das war es wert. 6 Liter Sprit durchgehauen, aber egal. Nein, so wild ist es ja nicht. Der Verbrauch ist relativ human bei der Maschine. Heute geht es auch so einigermaßen von den Windgeräuschen her. Die letzten Tage, wo ich draußen war, hat das gepustet. Da war ich echt froh, dass ich nicht unterwegs war, weil der Wind hat auch gefühlt irgendwie 400 Grad weniger gehabt wie die Außentemperatur. Deswegen stand in der Sonne, wo es windgeschützt war. Dachtest du, oh, Jacke aus, Pulli, T-Shirt reicht. Kam Windstoß, da dachtest du, wow, Kühlschrank. Ja, deswegen, heute ist richtig angenehm. Also ich habe echt nur ganz dünne Klamotten an und ist einfach nur perfekt. Ich friere kein bisschen, selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Alles gut, alles fein. Ja, so, ich sammel schon mir die ganze Zeit. Habe ich nicht am Anfang gesagt, ich habe kein Thema und nichts vorbereitet, was auch stimmt. Wie gesagt, ich bin losgefahren und ich hatte von der letzten Tour, da habe ich gar kein Video aufgenommen. Aber ich habe die Kamera mitgehabt und habe die vergessen, also am Helm vergessen, ich habe sie nicht mit reingenommen gehabt. Und dementsprechend, wo ich dann jetzt aufs gelbe Biestchen aufgestiegen bin, losgefahren bin, war die Kamera noch dran. Dann dachte ich, naja, guck mal, ob der Akku noch was hergibt. Ein bisschen hat er nämlich, glaube ich, noch. Ja, zumindest blinkt das Lämpchen noch, keine Ahnung. Weil nachts ist ja doch mal ein bisschen kälter und ich glaube, dann entladen sich diese Akkuteilchen dann doch ein bisschen schneller. Aber auf jeden Fall dachte ich, ne, drücken wir aufs rote Knöpfchen und nehmen mal ein bisschen Sabbelei mit auf. Wie gesagt, nach der langen Pause kriege ich da mal wieder ein bisschen Toxic zu hören. So. Fahren wir hier nochmal rum. Eine typische Eisdielenmaschine, deswegen fahren wir jetzt gleich erstmal an einer Eisdiele vorbei. Aber wir lassen den Motor nicht aufrollen, das machen wir nicht. Ganz brav, wie sich das gehört. So. Ah, nee, warte mal, wir fahren nochmal hier rum. Wir haben eine neue Waschanlage. Und zwar haben wir ja sonst immer hier beim Autohof, heißt das hier bei uns, da haben wir quasi immer so die Maschinen gewaschen mit dieser Hochdruckanlage. Ich habe ja sagen lassen, das heißt nicht Kelchanlage. War ich echt immer mega unzufrieden mit. Erstmal haben die irgendwie die Zeittaktung abgeändert haben oder sowas. Auf jeden Fall lutscht das Ding so schnell die Euros weg und man hat kaum Zeit, da irgendwas hier abzupfen, ne? Das war ein bisschen, ja, auf jeden Fall jetzt hier eine neue aufgemacht und die haben eine Schaumkanone. Yay! Die habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Richtig, richtig cool. Hatte nämlich quasi so den Direktvergleich, weil ich wollte nämlich, hatte die eine Maschine ein bisschen dreckig gemacht, bin dann quasi, wollte ich hier zum Waschen herfahren. Der Nachteil ist, Sonn- und Feiertags haben die natürlich nicht auf, diese Waschgeschichte. Und musste dann doch zu der anderen fahren. Ne? Hab die dann sauber gemacht und nach Hause überall wieder Flecken drauf und pekig und man hat so lange nachschrubben müssen. So, ein paar Tage später bin ich wieder eine Runde gefahren, konnte es wieder nicht lassen, habe die Maschine wieder eingesaut, aber es war unter der Woche. Also bin ich dann zu der neuen Waschanlage hingefahren. Maschine ähnlich dreckig, alles gleich und habe das dann mal mit diesem Schaum und diesem Vorreinigungszeug und alles da, quasi alles, was ist da hinten, ist das Teil übrigens. Das haben, glaube ich, drei. Ich glaube, drei Waschdinger haben die da. Und oh, das ist gerade für die Maschine die falsche Straße. auf jeden Fall habe ich das damit sauber gemacht gehabt. Und siehe da, die Verkleidung war um einiges sauberer. Und oh, warte mal, ich muss ja kurz hier von diesem Holperei hier runter. Lauf du da? Ich hier? Alles klar. So, hier. Boah, steht. Oh, die hat so geile Bremsen, das Ding. War auf jeden Fall fleckenfrei und alles. Ich bin super begeistert davon. Machen sie fein. Aber wissen alle anderen Leute auch. Und deswegen steht man hier mal ein bisschen Schlange. Ja, oh, das habe ich vermisst. Also diese Bremsanlage von der Maschine, ein Traum. Ist auch mal, jedes Mal, wenn sich immer einer aus dem Freundeskreis aus war draußen, mal eine Runde düst und vorher damit noch nicht gefahren ist, ist auch das Erste, wo immer so ein bisschen der Kackstift gleich losgeht. Nicht so kurz beim Beschleunigen, sondern ist auch beim Abbremsen, weil die wirklich einen sehr, sehr scharfen Punkt hier hat. Und die greift richtig, richtig biestig rein. Die hat ja auch vorne eine Doppelkolbenanlage drin, hier dieses Behringer-System und sowas und alles mit Stahlflex. Schon ordentlich. Die macht richtig, richtig Alarm. Jetzt habe ich wieder so viel dummes Zeug hin und her gesammelt. Ich weiß, ich komme so langsam wieder rein. noch keine Fachthemen und nichts. Wie gesagt, wir gehen das alles mal ein bisschen ruhiger an, ein bisschen lockerer. Wie gesagt, die Abstände weiß ich auch noch nicht. Ich nehme halt wirklich nur noch Lust und Laune auf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht wirklich ganz so sinnvoll war und ihr einfach nur ein bisschen Fahrerei, Sabbelei und ein bisschen Brummbrumm von mir gehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen oben da lässt. Gerne auch einen Kommentar. In diesem sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.